Hallo, Herr Huber. Hallo. Hallo. Ich habe gehofft, Sie noch vor der Verhandlung zu treffen. Ich bin ja als letzte Zeugin geladen. Ich hatte schon Angst, dass Sie weg sind. Ach, da machen Sie sich mal keine Gedanken, Frau Kelch. Wir beide gehen hier nicht weg, bevor die Frau, die meinen Schwiegervater umgebracht hat, mindestens lebenslänglich bekommen hat. Herr Huber, kann ich Sie bitte unter vier Augen sprechen? Frau Kelch, was können wir denn für Sie tun? Herr Huber, bitte, es ist wichtig. Mein Mann hat keine Geheimnisse von mir. Herr Huber, ich muss Sie sprechen. Ja, wenn es dann so sein soll, Mensch. Raus! Wir sollen uns jetzt Vorschriften machen hier, oder was? Gehen. Wir wissen schon, warum keiner mit Ihrem Mann sprechen kann, aber dann eben nicht. Frau Nowak, wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen Mordes an dem 79-jährigen Hans Huber, den Sie als Haushälterin versorgt und im gewissen Sinn auch gepflegt haben und betreut haben. Frau Nowak, Ihr Vorname ist Paulina. Sie sind am 2. Januar 1985 in Brusi in Polen geboren, haben die polnische Staatsbürgerschaft, sind ledig, Kinder haben Sie keine. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Altenpflegerin. Also ich habe es nicht gelernt, aber ich habe meine Eltern auch 4 Jahre lang betreut. Deswegen kann ich das. Und woher sprechen Sie so gut Deutsch? Also meine Eltern hatten eine Landwirtschaft und im Sommer auch eine Pension. Meine Mutter war auch Deutsch, ja. Und es sind viele deutsche Gäste zu uns gekommen. Seit dem 24. April 2011 sind Sie in Untersuchungshaft in der Vollzugsanstalt in Essen. Die Anklage, Staatsanwalt Römer. Die Staatsanwaltschaft geht von folgender Tat aus. Die Angeklagte betreute seit Monaten den 79-jährigen Hans Huber. Sie wusste, dass Hans Huber in seiner Wohnung mehrere 10.000 D-Mark versteckt hatte. Am 12. April 2011 gab sie dem ahnungslosen Mann, einem Diabetiker, eine 10-fach überhöhte Dosis Insulin, um ihn zu töten und um sein Geld an sich nehmen zu können. Hans Huber starb wenig später an einem sogenannten hypoglykämischen Schock. Weil sie danach bei der Suche nach dem Geld gestört wurde, kam sie abends wieder in seine Wohnung zurück, um weiter danach zu suchen. Dabei wurde sie von der Polizei gestellt. Paulina Nowak wird daher wegen Mordes in Tateinheit mit versuchtem Raub mit Todesfolge angeklagt. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Frau Nowak, werden Sie von Ihrem Recht zu schweigen Gebrauch machen oder sagen Sie aus? Natürlich sage ich aus. Also ich hätte Hans, also Herr Huber, nie was angetan. Wir waren wie eine richtige Familie. Wenn ich an dem Tag noch da gewesen wäre, würde er wahrscheinlich jetzt noch leben. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur etwas anderes, nämlich, dass Hans Huber an diesem 12. April 2011 irgendwann um die Mittagszeit zwischen 12 und 1 gestorben ist, weil er mindestens 30 Milliliter Insulin, also die 10-fache Dose seiner üblichen 3 Milliliter im Blut hatte. Von wem auch immer initiiert, das weiß ich nicht. Das konnte er jedenfalls nicht überleben. Das war die Spritze, mit der man ihm das gegeben hat. Und die Frage ist, wer die gesetzt hat. Also, das war für einen Selbstmord gibt es keine Anhaltspunkte, nicht die geringsten. Das war ich auf gar keinen Fall. Also ich war es nicht. Seit wann haben Sie Herrn Huber versorgt? Ja, also seit dem 5. November 2010, immer von Montag bis Freitag von ca. 10 bis 17 Uhr. Dann am Wochenende hat sich immer sein Sohn um ihn gekümmert. Ich habe dann immer eingekauft, gekocht, sauber gemacht, ihm vorgelesen, das Übliche halt. Also der musste zwar betreut werden, aber ein echter Pflegefall war er auch nicht. Sind Sie denn seit dem 5. November 2010 an einem Tag irgendwann mal nicht da gewesen? Eigentlich habe ich nie gefehlt. Sie haben nie gefehlt, nicht nur eigentlich nicht, Sie haben tatsächlich nie gefehlt. Aber ausgerechnet an dem Tag, von dem wir heute reden, an dem er gestorben ist, da waren Sie nicht da, das sollen wir Ihnen jetzt glauben. Ja, aber da hat mir doch einen Tag vorher gekündigt. Ja? Warum hat Hans Huber Ihnen gekündigt? Das müsste ja einen Tag vorher, also dann der 11. April, ein Montag gewesen sein. Ja, das war halt so, ich habe ein bisschen was zu Hause vorgekocht. Ein Eintopf, und das hat er wohl nicht so gern gemocht, weil da hat sich immer morgens gern selbst ausgesucht, was er später essen möchte, was ich ihm kochen soll. Und dann habe ich ihm auch noch gesagt, ich kann jetzt nicht vorlesen, ich muss putzen, weil sonst kommt seine Schwiegertochter und schimpft wieder mit mir. Und dann ist er ausgerastet, meinte, ja, da brauchst du gar nicht mehr wiederzukommen. Und dann wusste ich nicht, was ich machen soll, weil eigentlich 1.200 Euro Geld, also Euro im Monat, das ist schon viel Geld für mich. Herr Huber hat aber dann gemerkt, dass er überreagiert hat,
und sich fehlverhalten hat, hat sie angerufen und hat was gesagt zu ihm. Genau, also da hat mich dann am selben Abend noch angerufen und meinte, ja, es tut ihm leid und ob ich wiederkomme. Mhm. Aber für diesen Anruf, davon gehe ich zumindest mal aus, hat auch sein Sohn gesorgt, der Klaus Huber. Und sein Vater ist ja darauf, er ist ja darauf angewiesen gewesen, dass sein Vater irgendwie versorgt wird. Nur, wenn sich, eins verstehe ich noch nicht ganz, wenn sich Herr Huber am Montagabend bei Ihnen entschuldigt hat und die Kündigung zurückgenommen hat, warum waren Sie dann am Dienstag nicht da? Ich war ja gar nicht in Essen, ich war in Düsseldorf. Was haben Sie in Düsseldorf gemacht? Also mein Freund Dennis... Ex-Freund, vielleicht stellen Sie das klar. Man hat die Beziehung aus durchaus nachvollziehbaren und vernünftigen Gründen aufgekündigt, aus Ihrer Sicht. Ja, da haben Sie recht. Also mein Ex-Freund Dennis, der ist einen Tag vorher verhaftet worden. Und ein Freund von ihm, der Mirko, der hat mich angerufen und meinte, der bräuchte in der Untersuchungshaft da was zum Anziehen. Seine Unterwäsche und so Sachen. Und dann, ich sollte vorbeikommen und ihm die Sachen bringen. Dann bin ich nach Düsseldorf gegangen und habe ihm die Sachen überreicht. Ja, Ihr Ex-Freund, der Dennis Meurer, der Name ist mir auch geläufig. Es war ja ein Haftbefehl, lag vor gegen ihn. Deshalb ist er festgesetzt worden wegen Autodiebstählen und Autoschiebereien im großen Umfang. Gar nicht wissen, ob die auch nach Polen gegangen sind. Das ist ein ganz anderes Thema. Also einen sehr netten Ex-Freund haben sie auf jeden Fall. Und jetzt erzählen Sie uns was von Mirko. Wie heißt der? Mirko, wie sieht er aus? Mirko, wo wohnt er? Wissen wir alles gar nicht. Ob es diesen Mirko gibt? Wir konnten ihn nicht ermitteln. Das steht also alles in den Sternen. So, und wenn es ihn geben sollte, glaube ich Ihnen nicht, dass Sie zur Mittagszeit ausgerechnet da gewesen sind. Da waren Sie nämlich beim Herrn Huber. Aber nein, das war ich ja nicht. Also, und dafür, was Dennis gemacht hat, kann ich jetzt auch wieder nichts. Der hat mir das in die Polizeisucht erst eine Woche vorher gestanden. Als die nämlich vorher bei mir in der Wohnung waren, da hat er mir gesagt, die haben ihn mit jemand verwechselt. Und das habe ich ihm natürlich auch geglaubt. Ja, aber jedenfalls haben sie sich dann zu Recht von ihm getrennt. Und das war ja auch das, was der Herr Verteidiger so unterstreichen wollte, dass man da auf keinen Fall mit hineingezogen wird. Noch Fragen an die Angeklagte? Nein, danke. Dann möchte ich mit dem Sohn beginnen. Klaus Huber, bitte. Und nehmen Sie bitte neben Ihrem Verteidiger Platz. Herr Huber, bitte nehmen Sie doch Platz. Herr Huber, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie. Und wenn man es nicht tut, macht man sie strafbar. Man kann immer dann schweigen, 55, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Herr Huber, Ihr Vorname ist Klaus, Sie sind 47 Jahre alt und wohnen in Essen. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Filialleiter einer Supermarktkette. Mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert? Nein. Herr Huber, es hat ja bei der Betreuung Ihres Vaters eine klare Arbeitsteilung gegeben. Die Angeklagte war für ihren Vater in der Woche zuständig, montags bis freitags, immer von 11 bis 17 Uhr. Von 10 bis 17 Uhr. Und Sie haben am Wochenende nach ihm gesehen. Nur war der 12. April, als Sie nachmittags bei ihm waren, ein Dienstag. Gab es einen besonderen Grund, dass Sie an dem Dienstag bei ihm waren? Ja, gab es. Und zwar hatte ich mich mit meinem Vater so ein bisschen leicht verstritten gehabt. Und da habe ich so Sachen gesagt, die man nicht so sagen sollte, weil ich war auf dem Filialleitertreffen gewesen. Und da rief mein Vater mich dann abends an und sagt zu mir, dass er die Polin da gefeuert hätte. Und da habe ich mir nur gedacht, oh Gott, wie geht's jetzt weiter dann? Ne? Die Polin heißt nicht Polin, sondern sie heißt Frau Novak, das wissen Sie auch. Was haben Sie Ihrem Vater gesagt daraufhin? Ich bin jetzt frisch verheiratet, seit 3 Jahren erst, meine Frau und mein Vater vertragen sich nicht. Und es war schon klar, dass mein Vater nach seinem schweren Unfall im Herbst, da hat er einen Oberschenkel-Halsbruch gehabt, dass er ein Pflegefall wird. Und da habe ich ihm schon gesagt, er sollte zusehen, dass er sich die Pflegerin wiederholt, weil ansonsten haut das nicht hin, weil ich bin den ganzen Tag am Arbeiten und das geht nicht, weil sonst könnte er sich schon mal so ein Altenheim von innen angucken dann. Ne? Und das war natürlich... Ja, nicht so ein Ding, was ich lieber hätte nicht sagen sollen vielleicht. Ne? War das alles oder gab es ein bisschen mehr? Ja, ich habe ihm auch gesagt, er sollte sich mal vor Augen halten, wenn er jetzt da in so einem Pflegeheim, Altenheim drin ist. Ja, und die machen mal irgendwann da so Mittagspause, wie es dann so aussieht. Ne? Dann lassen die ihn da in seinen Pipi und in seine Windeln stecken, ob das so das Gelbe vom Ei wäre. Und das habe ich ihm natürlich auch gesagt. Ne? Und macht man nicht eigentlich, ne? Das Wort eigentlich können Sie streichen. Es gibt auch durchaus Notstände in Pflegeheimen, aber normalerweise, und die meisten arbeiten ziemlich hart als Altenpfleger, manche sogar mehr als wir hier. Es ist keine gute Idee, mit dem Altenheim zu drohen. Ne?
Nein, das ist es ja gerade. Deswegen bin ich ja auch nochmal hingefahren, um mich zu entschuldigen, weil es tat mir dann unterwegs auch leid hinterher. Das war ein Kurzschluss. Und als ich dann bei ihm zu Hause ankam, ja, da musste ich dann feststellen, dass er dann tot in seinem Sessel saß. Nicht mehr da war, dann hatte ich die Frau Nowak angerufen und die sah dann so, als wenn sie das da noch irgendwo Mitleid hätte mit der Geschichte und hat mir noch einen vorgegaukelt da. Ne? Klar, ich war schockiert, ich bin's heute noch. Quatsch, also, es hätte ja beinahe alles funktioniert, beinahe wäre ja gar nicht herausgekommen, dass ihr Vater keines natürlichen Todes gestorben ist, denn der Hausarzt hat ja zunächst mal gesagt, Todesursache Herzstillstand, das kommt bei 79-Jährigen schon mal vor und dann wäre es das eigentlich gewesen. Wie ist es dazu gekommen überhaupt, dass Sie sich jetzt, ausgerechnet Sie, nachdrücklich für eine Obduktion eingesetzt haben? Ja, weil wir haben zu Hause zusammengesessen, ich und meine Frau, und haben dann überlegt, wie gesagt, was wir so noch zu erledigen hätten für Wege, die jetzt auf einen zukommen, Wohnung, Kündigung und blablabla und hast du nicht gesehen, und Beerdigung und so weiter. Und dann auf einmal klingelte gegen 22:45 ungefähr abends das Telefon. Da war dann die Nachbarin von meines Vaters, Flur, da, aber die Wohnung da nebenan, die hatte uns dann angerufen, also vielmehr mich angerufen. Ja, warum? Und die sagte mir dann ganz einfach, dass da jemand in der Wohnung drin wäre bei meinem Vater, weil da rennt einer mit der Taschenlampe rum und die Polizei wäre jetzt da. Und die hätten da die Pflegerin, die da aufpassen tut auf meinen Vater, hätten sie da festgenommen. Und ich sollte doch ganz dringend vorbeikommen und sollte mich darum kümmern dann. Ne? Das was ist ich noch auch da gemacht. Welche Erklärung hat denn die Angeklagte dafür gehabt, dass er vormittags angeblich keine Zeit gehabt hätte, sich um den Herrn Huber richtig zu kümmern und abends dann aber noch mal bei ihm einsteigt? Einen Schlüssel zur Wohnung hatte sie ja noch. Ich wollte ja nur meine Sachen holen. Aha. Sie wollten also ihre Sachen holen. Was für Sachen, frage ich mich. Und hat das nicht Zeit gehabt? Man hätte ihn doch anrufen können für irgendeinen Übergabetermin. Ja, also als Herr Huber angerufen hat und meinte, dass sein Vater tot ist, dann war seine Frau ja schon dabei, die ganzen Sachen wegzuräumen von Hans. Und das habe ich auch mitbekommen. Herr Huber, was gab es da so eilfertig wegzuschaffen? Ihr Vater war noch nicht mal kalt, wie man so schön sagt. Ja gut, sicherlich, klar. Aber das Problem ist bei meiner Frau, die geht mit dem Trauer ganz anders um. Ja, und die entsorgt sofort. Ja klar, weil dann schaut man besser ab davon. Ne? Ja, und das waren nur ein paar Kisten gewesen, die meine Frau dann eben der Frau Kelch gegeben hatte. Weil die geht mit ihrer Tochter immer zum Flohmarkt und die konnte sie dann eben verkaufen, weil es dann Sachen, die wir nicht gebrauchen konnten mehr dann eben. Ne? Deshalb habe ich ja auch die Panik gekriegt, dass sie meine Sachen mit weggibt. Ja, was hatten Sie denn für unglaublich wichtige Habseligkeiten noch in der Wohnung, dass Sie da abends direkt noch mal einbringen mussten? Ja, verschiedenes. Also mein Pulli, Töpfe und dann noch mein Medaillon. Was für ein Medaillon? Von einem Medaillon weiß ich nichts. Also in der Wohnung fand man 50.000 Mark. Und ich sage jetzt bewusst Mark. Ich habe mich nicht versprochen, es waren wirklich noch Mark, die man bei ihrem Vater überall versteckt gefunden hat. Aber Medaillon hat man nicht gefunden. Das beantwortet die Frage schon, Frau Vorsitzende. Deswegen hat sie es auch so eilig gehabt, aber immer noch nicht schnell genug da gewesen. Denn das Medaillon war schon verschwunden. Man hatte offensichtlich so schnell geräumt, dass das Medaillon schon weg war. Stimmt's? Ja, genau. Sonst hätte ich auch gefragt. Aber mein Medaillon habe ich dringend gebraucht. Wofür haben Sie das so dringend gebraucht? Also, der Mirko, der Freund von Denis, als er angerufen hat, dann meinte er, ich soll auch Geld mitbringen für einen Anwalt, für den Denis. Und ich habe ja nichts anderes Wertvolles gehabt, außer von diesem Medaillon da. Ja, Frau Nowak, das wird ja immer besser. Also Ihr frisch eingefahrener, einsitzender Freund, der braucht jetzt Geld für einen Anwalt, nicht wahr? So ist das. Sie hatten es aber doch eilig. Seit wann wussten Sie das? Ihr Freund saß ein seit Montagabend. Und da frage ich mich, ob Sie in dem Moment vielleicht sogar schon den Entschluss gefasst haben, den Hans Huber mal schnell und kleinlich sterben zu lassen, um an das Geld zu kommen. Denn von der Kohle, die der in seiner Wohnung hatte, konnte er sich drei Anwälte leisten. Das stimmt doch gar nicht. Nein, ich war ja nicht hier. Sie waren wirklich nicht da. Die Schwiegertochter von Herrn Huber hat bei der Polizei was ganz anderes gesagt. Die hat gesagt, dass Sie da waren. Haben Sie da auf die Schnelle vielleicht schon ein bisschen Geld mitgenommen? Das könnte doch sein. Haben Sie gesagt, hier Mirko, tauscht das, diesen Mirko, wenn es den dem gibt, damit Sie nicht mit leeren Händen dastehen vor dem Dennis, damit Sie überhaupt mal was haben? Und dann haben Sie gedacht, ja gut, den Rest, den hole ich schnell dann abends nochmal. Herr Römer, Sie war in der Wohnung, um das Medaillon zu holen, um das Medaillon in Geld umzusetzen, damit Ihr Freund einen vernünftigen Anwalt hat und sonst gar nichts. Und das Einzige, was mich eigentlich an der ganzen Sache erstaunt, ist, dass Sie, und da glaube ich, ihr sagt, ich war nicht da. Und warum Ihre Frau
so vehement darauf besteht, sie in der Mittagszeit dort gesehen zu haben. Da frage ich mich, warum sie das tut. Was wollen Sie denn damit sagen, dass meine Frau der Täter ist oder was? Herr Huber, ich hätte es jetzt nicht so brutal ausgedrückt, aber so ähnlich meine ich das schon. Ich denke mal, Ihre Frau hat zwei Vorteile dadurch. Erstens, sie hat Sie jetzt ganz für sich. Der lästige alte Mann ist weg. Und dann hinterlässt er doch auch noch eine Eigentumswohnung. Und so ein Erbe ist doch immer eine nette Angelegenheit. Da muss man nicht für arbeiten, hat plötzlich viel Geld. Das denke ich mir, ja. So fernliegend ist das auch nicht, oder? Ach, wir haben es gar nicht nötig, um diese Eigenwohnung da irgendwas zu machen. Weil wir sind selber genug gut versorgt und wir haben gutes Auskommen. Wir brauchen diese Kohle von der Wohnung gar nicht. Noch Fragen an den Zeugen Klaus Huber? Nein, nein. Dann möchte ich mit Ihrem Sohn zunächst fortsetzen. Marius Huber, bitte. Herr Huber, nehmen Sie bitte hinten Platz, bleibt unvereidigt. Marius, bitte nehmen Sie Platz. Herr Huber, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, und wenn man das nicht tut, macht man Sie strafbar. Ihr Vorname ist Marius. Ja, Sie und sind Marius reicht auch, wenn es geht. Dann geht es. Sie sind 18 Jahre alt, Marius, wohnen in Essen, gehen noch zur Schule. In welche Klasse gehen Sie? In die 12. Klasse des Clara-Wilhelm-Gymnasiums. Mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Nein, aber Paulina ist in Ordnung. Die hat Opa bestimmt nicht sein letztes Ticket gebucht. Sag mal, kannst du nicht mal vernünftig da vorne aussagen? Herr Huber, lassen Sie Ihren Sohn so ruhig reden. Jeder hat so seine Art, mit dem Tod von Angehörigen umzugehen. Ich habe es nicht als despektierlich empfunden. Ihr Großvater ist jedenfalls aber keines natürlichen Todes gestorben, ne? Nein, das habe ich auch nie geglaubt. Aber mein Opa hätte nicht gewollt, dass irgendwer dafür in den Bau geht, sondern der Richtige. Ja, dann hat Ihr Großvater das jedenfalls so gesehen, wie wir es hier normalerweise auch sehen. Marius, wann haben Sie zuletzt mit Ihrem Großvater gesprochen? Das war am Sonntag, den 10. April. Da bin ich noch mal vorbeigegangen, um Hallo zu sagen. Hat Ihr Großvater da schon irgendwas gesagt, dass er mit der Arbeit der Angeklagten nicht mehr zufrieden sei? Ja, eigentlich fand der Paulina immer super. Ja, aber spätestens doch am Vormittag vom 11. April dann anscheinend nicht mehr so ganz. Da hat er ja gekündigt, wenn ich das richtig sehe, weil er im falschen Eintopf gekocht hat, als er zur Arbeit gekommen ist. Er hat ja eingesehen, dass er einen Fehler gemacht hat und sich bei ihr entschuldigt. Wenn Sie bei Ihrem Großvater am Sonntag waren, haben Sie dann das Gespräch mit ihr mitbekommen. Können Sie bestätigen, dass dort in dem Gespräch klargestellt wurde, dass sie erst wieder Mittwoch kommen sollte, also den Dienstag auslassen sollte? Bestätigen kann ich das nicht, aber ich glaube der Paulina das, weil Opa war irgendwie das ganze Wochenende schon auf Streit aus und ich habe mich auch mit dem gestritten. Und ich schätze mal, dass er sich bei Paulina wieder ein bisschen einschleimen wollte, indem er gesagt hat, ja, dann mach halt noch einen Tag frei und komm erst Mittwoch. Weshalb sind Sie an dem Sonntag mit Ihrem Großvater aneinander geraten? Ja, es ging darum, dass Iris wollte, dass Papa aus der Kirche austritt, weil die 1.500 € Kirchensteuer im Jahr zu teuer wären. Naja, da können Sie natürlich besser auf den Kopf hauen. Wenn alle so denken würden, sähe es im karitativen Bereich finster aus. Das hat mein Opa auch gesagt. Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich mir das aber auch noch mal stark überlegen werde, ob ich in die Kirche eintrete, wenn ich Geld verdiene. Und darauf meinte er dann, ich soll an meine Zukunft denken, was denn wäre, wenn ich mal heiraten wollte oder wenn ich unter die Erde komme. Und dann habe ich gesagt, dass ich da ja noch ein bisschen Zeit habe, im Gegensatz zu ihm, und dass er ja auch in der Kirche ist. Ja, es ist jedenfalls erfrischend ehrlich, Marius. Mal eine andere Frage. Ich habe einen Zettel hier in der, oder so einen Briefanfang wahrscheinlich, in der Wohnung Ihres Großvaters gefunden. Das ist jedenfalls seine Schrift, hat man gesagt. Könnten Sie sich vorstellen, für wen das gewesen ist, Ihr Entwurf? Ich habe einen großen Fehler gemacht, kriegst Herz natürlich zurück. Keine Ahnung, vielleicht für mich, weil er mich nicht so anmotzen wollte, keine Ahnung. Könnte aber auch sein, dass es für Sie gedacht war, um sich noch einmal schriftlich bei ihr zu entschuldigen. Das könnte ich mir auch vorstellen, weil der Opa, der war da ganz alte Schule. Wenn er sich entschuldigen musste, hat er zum Füller gegriffen und dann geschrieben. Das sind jetzt aber reine Vermutungen, die Sie da haben. Aber vielleicht doch das Herz, das könnte doch mein Medaillon gewesen sein. Das hat doch die Form von einem Herz. Ich habe noch eine Frage an Sie. 5 Monate hat sie aufopferungsvoll für ihren Großvater gesorgt und gepflegt. Wie war das Verhältnis der beiden in diesen 5 Monaten? Die hatten ein richtig gutes Verhältnis. Am Anfang hat mir der Opa sogar einmal Geld gegeben, dass ich mit ihr essen gehe, weil sie hier noch keinen kannte in der Stadt. Um mal direkt ein Missverständnis vorzubauen, hatten Sie jemals das Gefühl, dass es ihr um Geld ging gegenüber Ihrem Großvater? Nein, das ist Schwachsinn. Wenn es ihr um Geld gegangen wäre, hätte sie sich nicht für so einen Hungerlohn da so abgemüht. Ich meine, Papa hätte ja auch bestimmt mehr als 1.200 € bezahlt. Der hat ja generell immer alles Finanzielle von Opa geregelt. Nur Papa macht das, was Iris will. So, und die kriegt den Hals nicht voll. Hör mal, du Vogel, die musst ja auch nicht erklären, wie viel Geld sie Portemonnaie hat, oder nicht?
Marius, Ihr Großvater hat ja in der ganzen Wohnung Geld versteckt, und zwar an den unmöglichsten Stellen. Im Abflussrohr hat er es zum Beispiel gehabt. Denken Sie, der hätte das wirklich gemerkt? Der kann das ja nicht jeden Tag kontrolliert haben, ob noch wirklich in jedem Versteck einzeln noch alles da ist. Denken Sie, der hätte das gemerkt, wenn Sie sich da heimlich bedient hätten? Ja, gemerkt hätte das wahrscheinlich nicht, aber wenn Sie sich daran bedient hätte, wären doch wohl nicht noch 50.000 D-Mark gefunden worden, oder? Ich meine, ich habe ja immer zu Opa gesagt, Mensch, bring das zur Bank, wenn es mal brennt oder wenn jemand einbricht, dann ist das alles futsch. Aber das wollte er nicht. Warum hat Ihr Großvater überhaupt so viel Geld bei sich in der Wohnung aufbewahrt? Ja, der hat den Banken nicht getraut. Und wenn irgendwann seine Rente zu Ende gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich noch bis zu seinem 100. Geburtstag damit auskommen können. Tja, herzlichen Glückwunsch. Er ist noch nicht mal 80 geworden und ist schon tot. Hör auf, die noch zu beweihräuchern da. Ich darf doch wohl mal meine Meinung sagen. Ja, wenn du weißt, wovon du redest hier. Aber sie hat uns doch den Killer noch bald mit ins Haus gebracht. Wenn das der Opa wüsste, hör mal. Ne? Soll ich dir mal was sagen? Opa wusste das und er hat sich trotzdem bei Paulina entschuldigt. Jetzt komme ich aber nicht so ganz mit, und zwar rein zeitlich. Woher wissen Sie das, Marius? Sie haben doch gerade eben gesagt, dass Ihr Großvater, Sie haben ihn am Sonntag besucht. Das mit Ihrem Freund unter Verhaftung und so weiter, Kündigung, das war alles erst am Montag. Woher wissen Sie das jetzt alles? Ja gut, das mit dem Kirchenaustritt war nicht der wirkliche Grund, warum wir aneinander geraten sind. Sondern?